get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo, said if you love me, why would you... Mit so Michael Jordan, I don't know myself, yo, that one day is a work of art, but cannot fit... Was geht, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Pedro hat das heute, neue Folge, frisch neue Folge gedroppt. Lasst mir gerne ein Kommentar, ein Abo da, lasst ein Follow auf Instagram noch, Freunde. Checkt auch immer gerne die Folgen von Nick Original ab, lasst auch ein Like, ein Kommentar, ein Abo da, ihr wisst Bescheid, Freunde. Freunde, diese Woche kommt der Stickies Online-Shop online, deswegen checkt das auch gerne ab, Freunde. Ganz wichtig, immer aktiv sein und ein Rolex-Giveaway wird es auch geben, Freunde. In diesem Sinne, Slams ab, wir gehen rein ins Video. Let's go! Auf der Arbeit blamiert, das klingt schon hart. Oh, du siehst so hübsch aus. Bist du in deinem Zimmer, ja? Ja. Katharina? Ja. Ich hatte es hier. Hast du deinen Freund schon von dir erzählt? Nein. Kannst ruhig sagen, dass du einen Freund hast, aber du darfst nicht sagen, wie alt ich bin. Oh, das wird jetzt schon Chat. Ich krieg jetzt schon Ekel. Gerade dabei, einem vom Wege abgekommenen Daddy einen Realitätscheck zu verpassen. Dafür ist das Team aus dem ganzen Land angereist und in die Hauptstadt gefahren. Wir haben übrigens auch einen kompletten Bus mit Spezialequipment dabei und checken alles vor dem Einsatz. Für unseren Plan haben wir uns den Schlosspark Pankow ausgesucht und werden ihn mit unseren Mitgliedern besetzen, die typische Parkbesucher spielen werden. Unser Plan ist wirklich etwas, oder sagen wir mal, ziemlich abgefahren. 3, 2, 1, go! Gleich weg, nur damit du Bescheid weißt. Und das Finale einer 60-tägigen Ermittlung. Ich brauche euch nicht zu sagen, dass auf uns ein 60 Tage Ermittlung, ich bin dick gespannt. Ziemlicher Druck gelastet hat. Der Typ, um den es heute geht, ist ca. 60 Jahre und hat selber Töchter. Und trotzdem hat er... Was ist das für eine CG? Was ist das für eine Animation, Chat? Was ist das jetzt für eine Animation? Sieht der auch so aus? Dann kriege ich Angst. Nicht nur einen, sondern gleich zwei unserer Fake-Accounts kontaktiert. Er hat einfach Töchter, Bruder, und sieht aus wie der, ja, genau wie Black Kane von Playboy Cardi, Bruder. Wisst ihr, wie aktiv man eigentlich im Internet sein muss, um gleich mit zwei unserer Mädels-Accounts in Kontakt zu kommen? Ich meine, bei all den Möglichkeiten da draußen. Unser Daddy heißt übrigens Dietmar und ist ein wirkliches Paradebeispiel. Oh nein! Dietmar, das ist der profilste Name, den es gibt, Digga. Dietmar mit einer Glatze, zwei Töchter, zwei Ziele, Zielobjekte, Bruder, krank. Dietmar, Bruder. Guckt ihn euch an, Chat. Irre. Wir können euch gerne alles zeigen, aber müssen die YouTube-Community-Richtlinien respektieren. Das heißt, dass wir die Thematik, was Dietmar getan hat, zwar ansprechen können, aber euch nicht zu anschaulich zeigen können, was er beispielsweise gesagt oder geschrieben hat. Wir akzeptieren das und zeigen euch deshalb hier nur flüchtig, was für ein Typ er war. Ihr werdet aber trotzdem einen ziemlich guten Eindruck davon bekommen. Für alle anderen, schaut euch bald die Version auf Rumble an, wo all das, was Dietmar wollte, gezeigt werden kann. Infos dazu auf Instagram. Wir nehmen den Schutz unserer Kinder sehr ernst. Bevor wir euch daher Ausschnitte vom Videocall zeigen, müssen wir nochmal betonen, dass alle unsere Teammitglieder volljährig sind. Auch unsere... Ey, Chat, jetzt mal kurze Frage, ne? Ganz kurz jetzt mal, okay? Soll ich mal jetzt kurz eine richtige AfD-Logik, Bruder? Diese AfD-Wichser sind dieselben, dass wenn hier ein Kacke wäre, der wäre, Bruder, die würden hier auf den Los dreschen, Bruder. Würden die jetzt hier... Hier ist ein Dietmar, Bruder. Hier ist ein Dietmar. Denkst du, die sagen was dazu? Denkst du, die Scheiße sagen was dazu? Natürlich nicht. Scheiße. Unsere Lockvögel. Die einzigen, die das nicht wissen, sind Leute wie Dietmar. Erzähl mir ein bisschen was von dir. Naja, ich bin 12 Jahre alt. Wann hast du denn Geburtstag? Ich hab im Dezember Geburtstag. Oh, du siehst so hübsch aus. Dankeschön. Ach, Digga. Schön. Bist du in deinem Zimmer, ja? Ja. Katharina? Ja. Ich hatte es schön. Du siehst wirklich gut aus. Dankeschön. Ich liebe das, wenn du lächelst. Und du hast noch nie einen Freund gehabt? Noch nie. Hast du deinen Freund schon von mir erzählt? Nein. Alles gut, danke. Bitteschön. Du kannst ruhig sagen. Du kannst ruhig sagen, dass du einen Freund hast, aber du darfst nicht sagen, wie alt ich bin. Der will ja sogar, dass der... was ein Eri. Okay. Vielleicht werden wir dann ein bisschen neidisch. Mal sehen, was wir dann alles machen. Hallo, Liebe. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Der Irre ruft die an und sagt, hallo Liebe. Dieser Irre, dieser Durchgeknallte. Ja, ja, mein Puls steigt. Ich fange an zu schwitzen, Chat. Wahnsinn. Du siehst wieder gut aus. Dankeschön. Dich vermisst. Wie war deine Schule heute? War gut. Schön, da freue ich mich. Ach, du bist so süß. Ich sehe dich gerne lächeln, weißt du? Dankeschön. Ich finde das auch voll cool, dass du mich in deine Kneipe bringst. Ich nehme dich gerne mit, ja. Es kann passieren, dass dann einer sagt, wenn du,
weil du ja noch keine 18 bist, dass du nicht rein darfst. Aber ich bin noch dann mit dir da. Ja, das ist es ja. Also, das wird schon gehen. Okay. Dann werden wir sehen, was wir noch alles machen, ja? Ja. Alter, ihr erkennt ihn nicht richtig, ne? Guck mal oben rechts, ihr seht ihn jetzt so ein bisschen. Digga, er richtig so Glatzkopf und so alt, alles richtig so, bäh, Junge. Bäh, Alter. Am liebsten würde ich dich ja zu mir mitnehmen. Du bist so süß. Dankeschön. Ich liebe dich. Tschüss. Wie geht's dir, meine Schatz? Ich freue mich voll auf Samstag. Freue mich riesig. Ich bin schon ganz glücklich und aufgeregt. Ich lade dich dann zum Essen ein. Ehrlich? Kannst du dir was sagen? Ja, kannst du dir was aussuchen, was du willst? Ja, ich hab dich ja auch ganz doll lieb. Hast du dir schon erzählt von mir oder nicht? Noch nicht, nein. Das ist gut. Kannst du ja sagen, dass du einen Freund hast, aber... Er sagt, ich liebe dich, Bruder. Zu krank. Nicht, dass ich schon so alt bin. Auf jeden Fall bin ich schon total aufgeregt. Mal sehen, was hier noch passiert. Wie, was hier noch passiert, du kleiner Eri? Nee, das geht nicht. Das alles gut, ich lasse es mal lieber. Ich hab dich lieb. Tschüss, Hanna. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the f***, man? Get your ass on. Ich hab dich lieb. Mua, mua. Kerl Depp. Wir schreiben wieder, ja. Auf jeden Fall. Also sind wir nach Berlin gefahren mit einem ordentlichen Plan im Gepäck. Unsere Idee sah vor, dass wir Melina und Dietmar auf einen langen Spaziergang durch den Schlosspark Pankow schicken würden. Was Dietmar aber nicht wüsste, dass an bestimmten Stellen auf ihrem Weg von uns geil inszenierte filmreife Zwischenfälle auf ihn warteten, geil, die diesen Spaziergang unvergesslich für ihn machen würden. Geil! Wir standen kurz vor dem Finale einer 60-tägigen Ermittlung. Wir waren aus ganz Deutschland nach Berlin gereist und hatten die Abläufe dutzende Male durchexerziert. Sprich, wir waren sowas von ready und dann... Die CGI killt mich, ich liebe diese Animation. ...hat er abgesagt. Was? Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr auf etwas ganz Bestimmtes wartet, aber es trifft einfach nicht ein? Und anstatt euch die Niederlage einzugestehen, sagt ihr euch dann, komm... Ich warte noch ein bisschen länger. Vielleicht passiert es ja doch. Aber eigentlich wisst ihr schon, dass heute nicht der Tag ist. Das ganze Team war nach Berlin gekommen. Lucy und ich hatten wochenlang mit Dietmar geschrieben. Also habe ich die drohende Niederlage versucht abzuwenden und Dietmar nochmal im Namen Hannas geschrieben. Ohne Erfolg. Du, was ist der Plan? Ja, das ist jetzt ein richtiger Abfuck gerade, weil der die ganze Zeit geschickt hat und mit dem Mädchen telefoniert hat. Und jetzt 3 Sekunden vorher, jetzt ist es nämlich gleich soweit, eigentlich in 15 Minuten absagt. Und weil er Angst hat. Er hat sich zwar schon 100-fach strafbar gemacht, das heißt, er ist eigentlich schon geliefert, aber, also die Strafe gibt er sowieso, aber es ist natürlich für uns schade, wenn er nicht selber hier auftaucht. Wie anstrengend, Digga, ja, er soll mal kommen, der Hund. Zu behaupten, dass sich der Rückweg alles andere als ein Walk of Shame anfühlt, wäre gelogen. Und natürlich fragt man sich, was man falsch gemacht hat. Was für ein Shit. Melina hat Dietmar dann nochmal versucht anzurufen, aber auch das ohne Erfolg. Meine Gedanken kreisten mit 1000 km/h durch meinen Kopf. Was hatte ich übersehen? Manchmal verliert man halt und manchmal gewinnen die anderen. Egal, munter putzen und weitermachen. Dann schnappen wir ihn uns eben an einem anderen Tag. Sehr bitter sowas. Das ist sehr bitter. Ja, Chat Reaction fertig. Dann kam mir ein Gedanke. Was wäre, wenn er von Anfang an nicht vorhatte zu kommen? Also wenn das alles von ihm hier kalkuliert war. Wenn all die Liebesbeteuerungen seinerseits nur Mittel zum Zweck waren, um an Bilder zu kommen. Wir können euch ja aufgrund der YouTube-Community-Richtlinien nicht anschaulich beschreiben, was er teilweise geschrieben und geschickt hat. Daher sagen wir euch nur flüchtig, dass es für die Polizei definitiv interessant war. Er hatte ja quasi schon, was er wollte. Da wurde mir klar, dass ich die falsche Frage stellte. Nicht, warum war Dietmar nicht gekommen, sondern wo war Dietmar jetzt? Let's go! Wenn ich nach Berlin komme, nimmst du ihn wirklich frei? Geht das so einfach?
Ja, ich rede da mit meinem Chef, der macht meinen Dienst und ich mache dann einen anderen Tag für ihn Dienst. Das geht schon. War es wirklich möglich, dass Dietmar uns bereits vor einer Woche seinen eigentlichen Aufenthaltsort verraten hatte? Ich meine, überlegt euch mal, was für ein ehrenloser Move das von ihm wäre, wenn es sich als wahr herausstellen würde. Dass er bis zum letzten Moment mit den Gefühlen von dem vermeintlichen Mädchen spielte, nur um sie dann, nachdem sie extra für ihn nach Berlin gekommen wäre, fallen zu lassen und zu blockieren. Wenn er wirklich in der Kneipe, von der er ja immer wieder erzählt hatte, an diesem Tag arbeitete. Boah, jetzt ist ekelhaft, Chat. Okay. Jetzt verstehe ich es erst mit auf der Arbeit blamiert. Tschüss. Hieß das, dass er vor einer Woche schon wusste, dass er nicht kommen würde. Aber ich freue mich schon, wenn wir uns sehen. Wenn wir mal schön alles zusammen machen. Mal sehen, wie der Tag wird. Das hieß aber auch, dass wir jetzt wüssten, wo er ist. Mein Bauchgefühl sagt mir, der hatte nicht vorzukommen und hat uns richtig gut geplayt und hat sich aber auch nicht freigenommen, wie er gesagt hat. Das heißt, er müsste heute arbeiten. Dann würden wir Glück haben bei der Kneipe. Wir resetteln. Und dann, wir denken uns einen neuen Plan aus für die Kneipe. Und wenn der wird in der Kneipe sein. Wir fahren nicht, ohne dass wir es nicht versucht haben. Nach Dietmars ehrenloser Absage hatten wir wieder Mut gefasst und eine Spur, die vielversprechend war. Also haben wir den Plan noch ein wenig weiter besprochen, haben dann abgebaut und sind auf direktem Weg und ohne Umschweife erstmal was essen gefahren. Leute, ohne Witz, der Tag war schon ziemlich lang und wir hatten richtig Hunger. Ich habe Pommes bestellt mit Chili-Cheese-Soße. Beim Essen haben wir dann den Plan noch weiter verfeinert. Wir wussten, dass die Kneipe bald öffnet, aber zunächst mussten wir die wichtigste aller Fragen des heutigen Tages beantworten. War Dietmar wirklich da? Dafür würden wir zunächst unsere Autos in den Nebenstraßen verteilen und uns unauffällig sammeln. Digga, wisst ihr, was ich... Stellt euch vor, ich bin Nick, Chat. Bruder, wie cool muss man sich fühlen, wenn der Plan aufgeht und so? Bruder, ich würde mich richtig so fühlen wie so ein Detektiv, wie so Michael Scofield, alles. Ich würde mich richtig krass fühlen, wirklich. So, Plan geht auf, der ist dann und da, alles geht auf. Bruder, ich würde mich richtig krass fühlen. Hier, guck. Das geht. Bist aber nicht Nick. Ja, das stimmt halt auch wieder, ne? Spast. Ich sag dir, ne, der könnte da jetzt in die Kneipe gehen. Ja, klar. René, der von den Hunters wohl am wenigsten auffällt, streift umher, um einen Blick in das Lokal zu werfen. Leider hat er keine gute Sicht in die Kneipe. Daher entscheidet Nick, dass die beiden nacheinander hineingehen wollen, um zu sehen, ob Dietmar da ist. Ein äußerst riskantes Manöver. So, dann nehmen wir mal. Hallo dann. Lang! Ich weiß nicht, ob ich anfangen soll. Wir haben nichts miteinander zu tun, das ist nur Zufall. Ja. Nee, ich sag gleich, Aber wisst ihr, was ich mich frage? Kennen die ganzen schon Nick? Die müssen ihn doch safe kennen. Hallo. Ich hab mal kurz eine Frage. Kann ich, ich wollte gleich mit ein paar Freunden, wollte mal ein bisschen was trinken. Wird heute rappelsvoll oder? Ah, deswegen. Das ist ja super. Sehr gut. Alles klar. Dankeschön. Nächster. Der leitet die Kneipe. Nee! Der Laden ist nicht voll. Ich hätte jetzt nichts gebracht. Komm, ich sag das. Er steht da und leitet die Kneipe. Yes. Hat einen Hut auf, die Kneipe ist super leer. Ja. War das auch der gesagt hat? Ja, das war er. Der bleibt auch heute da. Ja, auf jeden Fall. Und der hatte nie vor, sich mit der Melina zu treffen. Der Basi. Der ist heute. Das war er. Ich guck dir das Bild gleich an. Ich brauche euch nicht sagen, was das für ein Adrenalinkick war, als wir wussten, dass er da ist. Aber wie alles im Leben kommen die guten Dinge oft zu einem Preis. Dietmar schien irgendwas gemerkt zu haben, denn kurz nachdem ich die Kneipe verlassen hatte, kam er vor die Tür und verhielt sich ausgesprochen seltsam. Ob er wohl spürte, dass irgendwas in der Luft lag? Sieht er uns? Warte, warum ist er da? Dietmar der Eiri. René kommt gerade von seiner Raucherpause zurück und stellt sich direkt vor das Auto, um einzusteigen. Er hat nicht bemerkt, dass Dietmar die Straße beobachtet. Okay. Nein, René. Weg.
Er guckt raus. Er guckt raus. Geh mal weg, bitte. Er steht jetzt hier an der Kneipe und beobachtet uns. Wir müssen mal ganz kurz uns sammeln, weil ich würde sagen, wir... Boah, jetzt wird richtig interessant. Jetzt wird richtig interessant, ernst. Der Laden ist relativ klein. Da wird heute kein Fußball geguckt, das heißt, da kommen auch keine Leute rein, die nicht sowieso in dem Laden. Ja, seine Kneipe hat keine Motion, so ja, eine tote Kneipe. Huh? Als ich gerade drin war, waren rechts zwei Tische frei. Mhm. So, und die können wir so nehmen. Ich möchte, dass wir jetzt nochmal die einzelnen Etappen kurz besprechen. Digga, Nick sieht ein bisschen aus wie so ein Ding in so einem Film, checkt ihr? Er sieht ein bisschen aus wie so Hauptcharakter in einem Film, ernst. Wir lassen uns Zeit, wir hetzen uns nicht. Wir wissen ja jetzt, wo er ist. Das sind alles relativ, die machen alle einen sehr relativ normalen Eindruck. Also es sind halt Kneipe-Leute, aber das macht mir sicher einen Eindruck, dass... Er ist so ein entweder Kripo, er sieht komplett aus wie ein Kripo. Ja, Mann, stimmt. Er sieht entweder aus wie so Kripo oder er sieht so aus wie so in so einem Film. Jemand, der damals Polizist war und dann so keinen Bock mehr auf die Polizei hat und so abgewichster eigener Kopf wurde. Dass die damit gekämpft wurde. Also ich glaube, dass wenn man das jetzt durchzieht, richtig unangenehm für den wird, weil wenn wir die Polizei rufen, ist es nicht sein Land, sondern sein Chef, weil er den Laden nicht alleine lassen kann. Okay, dann los. Also pass auf, der erste, der reingeht, ist René. René wird das Ganze hier filmen und dann kommen wir als nächstes. Lucy, Iris, tut mir leid, Iris, alles. Steven und Nick. So. Und dann gehen wir da rein. Und wir ziehen unser Ding durch. Wir sind die Gruppe. Ich habe gesagt, ich will mit Arbeitskollegen noch einen Absacker trinken. Wir bestellen auch erstmal einen Absacker, bevor wir über irgendwas anfangen zu reden. Okay, dann fangen wir ganz laut an, darüber zu reden. Ja, also ich sag ganz krass. Und dann sage ich irgendwann, aber kennt ihr diese Sendung hier mit den Panthers? Na. So. Aber wir lassen ihn wieder. Wir gehen nicht direkt auf ihn zu, sondern wir lassen ihn den Platz. Was will er jetzt machen? Und dann, wie bei dieser amerikanischen Sendung, wo der Typ den Gras muss und eigentlich bewegen wollte, springe ich so über den Tresen. Wir haben geschlossen. Wir haben... Ich hab da mal ein paar Fragen. Zu Chatverläufen. Diese Version gibt's nur auf Rumble. Geil. Infos zum Release auf Instagram. Geil. Mittlerweile sind fast 45 Minuten vergangen, seit ich in der Kneipe war. Und wir entscheiden, dass es jetzt Zeit wird, loszulegen. Es liegt eine extreme Spannung in der Luft, da keiner wirklich genau ahnen kann, wie Dietmar reagieren wird. Dennoch entscheiden wir uns dafür, dass Lucy, Iris, Steven und ich jetzt zu René stoßen und beginnen, die Situation ein wenig unangenehm zu machen. Denn die Hunters machen neuerdings auch Hausbesuche. Und dann sag ich noch so, raus aus den ganzen Klamotten und rein in den trockenen Martini. Und dann... Mahlzeit. Hey, du bist ja schon. Ja, ich sag so, ich stehe ja vorne und warte die ganze Zeit. Dietmar bedient in aller Seelenruhe die Gäste weiter, okay? Schauen, dass es nicht so lang wird. Ah, warte da. Warte doch mal. Und so, auch man darf man auch hier. Ja, natürlich. So. Ja, dann bitteschön. Also, ich würde sagen, erstmal hier, wer will, ich trinke ein Bier. Wer will auch ein Bier? Ah, die Getränke. Ist ja was, wenn ich mit dem Ratatouille zähle. Okay. Tschüss. So wie ihr seid. Ja, danke schön. Danke schön. Danke. Ebenso, ne? Dankeschön. Danke. Komplett zusammenhanglos und für alle sehr gut hörbar. Auch für Dietmar fängt Nick jetzt an, über unangenehme Themen zu sprechen und bindet gleich den Nachbartisch mit ein. Du musst, wenn du mit unter 14, das ist. Oh oh. Ist, wenn du beispielsweise mit einer zum Beispiel. Das ist nicht in Ordnung. Da machst du nicht. Kennst du diese Sendung hier, diese Hunters? Ah, das ist krank. Das ist eine geile Sendung. Vielleicht kein bisschen Move, okay? Da haben die quasi so. Ja, doch, der ist schon. Der wird extra laut. Das ist so eine Sendung, da schnappen die sich so die so sind und so mit so im Internet schreiben.
Das ist eine geile Sendung. Oder? Ein Mann vom Nachbartisch klingt sich in die Unterhaltung ein und gibt eine krasse Geschichte zum Besten. Oh. Oder? Olli, ich weiß nicht, ob du den damals mitgekriegt hast, vor 15, 18 Jahren. Denn wir hatten mal zwei Leute von Ehrenhöfen und der Werner Park, ein Profitrainer. Und der hat damals vertraut. Und hat ja im Wedding ein anderes Stuhl rein. Ich meine Jungs da hingeschickt, oder hat der sich an die Wie? Der Trainer hat sich an die Der Werner Park, ein Profitrainer, war groß im Fernsehen. Nee. Der hat den Reismann trainiert. Was? Weil sie erwachsen wurden. 21, 23 Jahre, die eigene Security-Firma jetzt. Und der hat sich da an die Jungs gesagt. An die Polizei. Da haben die ihn später angezeigt. Da kam aus, in 154 Fällen hat der. Was? 154 Fälle? Trainer gibt's oft. Gibt auch voll viele Sportlehrer, Digga, die immer richtig glotzen, wenn die so sehen, wenn die kleinen Schülerinnen Dehnübungen machen, die kleinen 80s. Unding. Wahnsinn. Der Mann war für mich verstorben. Was machst du mit so einem, der sich macht, weißt du, und die will? Ja. Ernsthaft, was willst du? Wenn der ist der Graubart gefallen, ich will mit dem Berufsvorsprung an die Wand schmitzen. Der ist so ein richtiger Berliner, Digga. Habt ihr das gehört? Überrascht mich ja mal so über... LOL, der Pedro Dietmar sagt, die haben aber komische Themen. Überhaupt gar nicht, dass Dietmar dieses Thema komisch findet. Wird Zeit für die nächste Phase. Jetzt wird Attila den Anfang vom Ende einleiten und für einigen Wirbel sorgen. Mit dem Bild von Melina auf seinem Handy wird er besorgt in die Kneipe stürzen und sagen, dass er auf der Suche nach seiner kleinen Schwester sei, die seit heute vermisst wird. Na! Dann wird er allen Gästen das Bild von Melina zeigen. Auch Dietmar. Mal sehen, wie er reagiert. Um das Ganze aber noch interessanter zu machen, hat Attila auch noch ein zweites Bild dabei. Nämlich das vom unbekannten Mann, mit dem sich Melina heute treffen wollte. Dietmar. Dabei wird Attila allen Gästen ein, sagen wir mal, leicht bekleidetes Bild von Dietmar zeigen, das er selbst dem vermeintlichen Mädchen geschickt hat. Nein, okay, das ist krank, Chat. Das ist richtig... Oh, Digga, ja! Und jetzt, meine Damen und Herren, legen wir uns zurück. Wir lehnen uns zurück, Freunde, und genießen. Was die Gäste wohl zu sagen haben, wenn sie ihren Wirt erkennen. Hallo. Entschuldigung, jetzt wird's krank. Ich, meine Schwester. Hier gleich die zweite Nachricht. Habt ihr vielleicht dieses Mädchen gesehen hier? Nee, sag mir nichts. Was wurde? Nee, sorry. Oh, Digga. Die soll hier unterwegs sein. Haben Sie vielleicht dieses Mädchen gesehen? Bingo. Hier erkennt Dietmar das Bild von Melina, die er als Hanna kennt, eindeutig wieder. Das ist das Mädchen, das er wochenlang mit Nachrichten und Bildern bombardiert hat und der er mehrmals geschworen hat, wie sehr er sie liebt. Und jetzt achte mal auf seine Reaktion. Nee. Haben Sie nicht gesehen? Nee, dieses Mädchen. Ist sie verschwunden? Ja, mein Gott. Kopf. Du willst, dass du solltest mit einem Typen getroffen haben, der. Das habe ich auf ihrem Handy gefunden. Hier liegt Attila das Bild von Dietmar auf dem Tresen. Jetzt achtet mal auf die Reaktion vom Mann rechts. Ach. Was machen Sie? Das ist das, womit Sie sich mit dem Typen sorgen, weil Sie sich getroffen haben. Haben Sie die Witch noch nicht gesehen? Nein, die habe ich heute nicht gesehen. Habt ihr das gerade auch gehört? Haben Sie die Witch noch nicht gesehen? Nein, die habe ich heute nicht gesehen. Heute nicht gesehen. Heute noch nicht gesehen. Ja, Dietmar ist guckt schon. Dietmar muss dringend retainen und die Fritten in die Tüte schmeißen. Ich denke, du kennst sie nicht. Hier hast du dich aber gerade übel verplappert, Dietmar. Aber es kommt noch schlimmer. Bist du der Papa von der? Ich bin der große Bruder von der. Der große Bruder. Oh, nicht gesehen. Bitte? Ihr seid nach Berlin gekommen jetzt. Woher weiß er denn auf einmal, dass Attila nicht aus Berlin kommt? Das ist meine Schwester. Wie bitte? Du kannst ruhig sagen, dass ich ein Freund habe, aber du darfst nicht sagen, wie alt ich bin. Ich fühle dich jetzt. Ich liebe dich. Ja, ich hab dich ja auch ganz toll lieb. Das ist meine Schwester. Alter. Nein, das ist der Typ, mit dem ich treffen soll. Meine Schwester. Wenn sie finden, sagen Sie bitte Bescheid, ja? Okay, ciao. Was ist denn das? Was ist das? Dietmar fängt an, die Bilder zu zerreißen. Maria. Nee. Bitte. Was ist denn?
Nach und nach erkennen... Das bist du doch, Dietmar. Ach du Scheiße. ...alle Gäste ihren Wirt auf dem Bild wieder. Wisst ihr, was jetzt echt unangenehm wäre? Wenn die Gesuchte jetzt plötzlich durch die Tür käme und... Oh shit! Nein! Was redest du? Was redest du? Boah, Bruder. Ich kann das alles nicht mehr. Oh nein. Dietmar frisst die Bordsteinkante in 1080p, meine Damen und Herren. Oh nein, Digga, ist das krass. Nein. Gehen wir 30 Sekunden zurück. Wie gut gemacht, Digga. Und jetzt achtet auf Dietmars Reaktion. Was ist denn das? Dieser Typ hat hunderte Male beteuert, wie sehr er das Mädchen liebt, nur um zu bekommen, was er will. Und jetzt achtet auf seine aufrichtige und liebevolle Reaktion in dem Moment, als er seine Süße zum ersten Mal sieht. Raus! Nein! Oh, Digga, wie nervös er wird! Ach du Scheiße! Raus! Ja, du kleiner Heidi, ja, wurdest du gepackt, ja, wurdest du exposed? Ja, wurdest du exposed? Vorsicht! Was denn? Halt schnell raus! Wieso denn? Der hab ich mal geschrieben, aber ich hab das heute beendet, Chat. Warte, ich geh mit der Cam nach links. Ach, was hast du denn mit dir geschrieben? Komm, wir unterhalten von dir. Weil ich sag dir jetzt eine Sache. Wir haben zwei Möglichkeiten, wir unterhalten von dir. Weil du weißt, dass du Straftaten begangen hast. Ich finde, du als Mann hast du die Pflicht, dich jetzt dafür zu verantworten. Das stimmt doch, oder? Da gibst du mir recht, oder? Manchmal liebe ich unseren Job. Wenn all die bösen Absichten endlich ans Tageslicht kommen. Wenn es keine Ausreden und Lügen mehr gibt, sondern nur noch... Das Ding ist, Chat, er sagt, ich habe das heute beendet im Sinne von, das hilft ihm jetzt. ...noch die schwarz gedruckte Wahrheit auf den Blättern in meiner Hand. Immun gegen jede Ausrede und billige Entschuldigung. Jetzt wird Farbe bekannt. Du weißt, was für eine riesige Scheiße du gebaut hast. Ich sag mal so, ne? Wenn man einem 12-jährigen Mädchen Bilder schickt, wenn man ein 12-jähriges Mädchen mehr oder weniger darauf anspricht, dass man haben will, du hast riesige Scheiße gebaut. Du hast dich sehr schwach gemacht. Und guck mal, ne? Ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich werde es auch nicht hier du und böse. Ich erwarte von dir, dass du dich jetzt mit mir fair unterhältst und dass wir das hier durchgehen und dass du mir jetzt nicht mit läppischen Antworten kommst. Guck mal, er sieht es wenigstens ein. Trotzdem wäre nice, wenn er einfach mal die Bordsteinkante frisst. Von dir, dann sag mir mal, was deine Töchter sagen. Wirklich, jetzt. Ehrlich, was glaubst du, was deine, wenn die das wüssten? Naja. Ich traue, die wollen keinen Kontakt mehr mit mir wollen. Haben die denn jetzt Kontakt mit dir? Ja, wenig. Pass mal auf. Was steht hier? Das hier. Meinst du, das geht bei mir überhaupt, weil ich erst 12 bin? Was meint sie? Was steht da? Ich möchte auf der mit meiner. Ich sag ehrlich, sogar gut, dass es gepiepst ist, damit ich es nicht höre, weil sonst würde ich jetzt kotzen. Vor allen Dingen, wie kann man sowas auch noch so ekelhaft schreiben? Du schreibst hier, ich f***. Und dann sagst du hier, zeig es bitte keinem. Ja. Warum soll dir das keinem zeigen? Naja, weil ich weiß, dass es verboten ist. Du weißt, dass es verboten ist. Ja. Du weißt, wie man das in der Justiz nennt? Ja. Das nennt sich Vorsatz. Mit Wissen und Wollen. Weißt du, du bist einer, und das muss ich wirklich sagen, ne, der ja auch im Internet gar nicht mal, ich sag mal, so leise ist. Ja? Du gehst zum Beispiel gerne hin und sagst ja auch deine Meinung. Du hast ja auch ein paar Leute, die, das ist grad irre. Die dir folgen. Und dann schreibst du zum Beispiel diesen Post, hast du hier abgesetzt. Unsere Kultur, unsere Regeln. Ja. Und wem das nicht passt, dem wünschen wir eine gute Heimreise. Ja. Weißt du, was in Deutschland auch Regel ist? Ja, kann ich kein Mädchen anmachen. Ekelhaft, ja. Ekelhaft. Wo sollen wir dich jetzt hin abschieben? Ja.
Ich höre euch nur bitten. Keine Anzeige bei der Polizei zu machen. Ja, nee, wahrscheinlich, wa? Ja, nee, wahrscheinlich. Nee, ey, wir machen keine Anzeige, Chat. Nee, alles cool, ey. Alles cool, ey, Bro, weißt du was? Wir schütteln uns ab jetzt die Hände. Du versprichst mir, du machst das nicht mehr. Und dann gehst du deinen Weg und ich geh meinen Weg, wa? Sag mal, bist du besoffen, Bruder? Hast du Steine geraucht? Einer denkt, das ist eine nette Lektion, ja? Versprich mir, du machst nicht mehr, okay? Und dann gehen wir heim, du gehst heim, okay? Und dann keine Polizei. Normal, Junge. Aber Knast mit dir, du Irrer. Warum denn nicht? Oh ja. Warum denn nicht? Ihr habt ja recht. Weißt du, was das Schlimmste ist, ne? Du hast ja nicht einfach nur das heute gemacht und hast dieses Mädchen wirklich. Du hast ihr. Was denn, oder hast du es nicht? Ich weiß es nicht, aber dann kann ich mich nur entschuldigen. Ja gut, aber du bist ja dann, hast ja nachdem du mehr oder. Ich sag mal, du arbeitest heute, du wusstest ja, dass du heute nicht kommst. Unglaublich. Oder? Ich meine, du arbeitest ja auch. Das heißt, du hast dem Mädchen mehr oder weniger, du schreibst ihr zum Beispiel, ich liebe dich. Du bist meine wahre Liebe. Und du schreibst das immer im Zusammenhang, wenn es geht. Da könnte man ja fast der Ekelhaft. Annahme sein, dass du das machst, Ekelhaft. Um quasi zu deinem Ziel zu kommen. Und jetzt, ich sag mal heute, wo ist die ganze Liebe denn hin? Warum hast du gesagt, dass du sie liebst? Ich fand sie sehr nett und sehr attraktiv. Das gebe ich doch ehrlich zu. Ja, das findet man auch, wenn man beispielsweise sich mit einer Prostituierten trifft. Aber hast du sie wirklich geliebt? Ich glaube, ein bisschen Liebe war auch dabei. Ein bisschen Liebe. Ekelhaft! Bah, Junge! Bah, Digga! Er sagt, bisschen Liebe war. Du Ekelhafter! Ich Gänsehaut, Digga. Liebe war auf. Hast du das eigentlich der Alina, mit der du ja auch geschrieben hast, der du auch gesagt hast, dass du sie liebst? Das ist nämlich auch ein Account von uns. Hast du die auch ein bisschen geliebt? Ja. Und? Nee? Die habe ich ja auch ganz schnell wieder abgebrochen. Mhm. Aber du hast sie ja trotzdem geschrieben, ne? Ich hatte meine Zeit lang mit ihr geschrieben. Ja, aber jetzt, wir unterhalten uns hier, als würden wir hier über Toastbrot reden. Nein. Ist das normal? Nein, das ist eigentlich auch nicht meine Art. Der sagt, das ist auch eigentlich nicht meine Art. Nice, ja, war der langweilig. Ja. Ich bin eigentlich auch nach der Suche nach Eltern. Aber du landest immer wieder bei den 12-Jährigen, wa? Ja, was ist das hier? Ich werde dir alles zeigen. Ich nehme dich so, wie du bist. Ich liebe dich. Was wolltest du ihr denn zeigen? Ich zeige jetzt nicht mehr. Und dann lies einfach das vor, vielleicht erinnerst du dich wieder. Ich zeige dir das. Guck mal, ne? Du hast ja auch mal Töchter, die 12 waren. Ja. Jetzt stell dir mal vor, jemand hätte denen geschrieben, oh, ich würde dich gerne. Oh ja, das wird das Vater auch auslassen. Ja. Und trotzdem hast du geschrieben, ne? Wie gesagt, ich kann mich jetzt auch mal dafür entschuldigen. Ja, natürlich. Ich glaube aber, du entschuldigst dich jetzt gerade, weil wir dich erwischt haben. Ja, sag, ja, natürlich. Nee. Ganz kurz, soll ich das fragen? Ich hab dich gefragt, ob du sie kennst. Du wolltest doch dein Foto sofort zerreißen, da mit deinem Ärzten. Ja, ich hab aber auch gesagt, das bin ich. Okay. Sag doch nicht wirklich. Du wurdest beim Lügen erwischt, du lügst weiter. Du hast doch die Hoffnung, dass wir dich nicht der Polizei übergeben. Du hast doch diese Hoffnung. Ja. Anstatt dass du diese Hoffnung auch gerecht wirst, diese Hoffnung, und uns die Wahrheit sagst, ja, stimmt, habe ich so. Nein, du lügst weiter. Wie gesagt, ich habe das nur verstanden. Guck mal, ne? Ich will ja nicht, dass du dich aufregst, ne? Deswegen frag ihn mal, was er da. Weil er wollte heute keinen haben. Okay. Du wolltest ja keinen. Was hast du hier geschrieben? Lies mal vor. Nein, lies mal richtig. Kannst du lesen? Ich würde gerne. Nein, da steht doch immer noch. Lies mal richtig. Ja, warum? Wieso schreibst du das auch so eklig? Ja. Auch noch so eklig. Hör mal auf, eine Sache. Hier schreibst du wieder. Oh, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das natürlich. Dann schreibst du, dass du zu mir gehörst und wir ein Paar sind. Liebes, ich bin ehrlich zu dir. Bist du ehrlich zu ihr? Ich war wahrscheinlich nicht ehrlich zu ihr. Warst du wahrscheinlich nicht? Was glaubst du? Warst nicht ehrlich? Warum warst du nicht ehrlich? Weil, ja, du kannst ja so sagen. Lass mich doch mal eine Theorie aufstellen. Du wolltest ihr heute haben oder irgendwie, du wolltest mit ihr, vielleicht nicht heute, aber an einem anderen Tag, du wolltest von ihr, hättest du auf jeden Fall ganz gut gefunden. Und deswegen, um ihr ein bisschen Sicherheit zu geben, hast du ihr vorgegaukelt, dass du sie liebst. Kann das vielleicht sein? Irre. Kann sein, ja. Okay. Ja. Das gebe ich zu. Ja. Das ist aber schon ganz schön, also ich sag mal, bei jetzt so eine Taktik ist, ich sag mal, eine Taktik ist allgemein ekelhaft. Aber sowas dann bei einer, weißt du, was das Schlimme ist, ne? Ich habe einfach wirklich überhaupt gar kein Verständnis. Weißt du, wenn du,
Es gibt so viele Sachen, die man falsch machen kann. Aber das, das ist das allerletzte. Insane. Warum schickst du so ein Foto? Eine Frage. Okay, Frage an dich, warum schickst du so ein Foto? Digga, guckt euch mal sein Bild an. Ja, Mann, Tom. Guckt euch mal sein Bild an, Bruder. Er sieht aus, Bruder, er sieht aus wie alte Schulsekretärin, Bruder. Wirklich. Glatze, 60 Jahre alt, Dietmar. So ein Bauch. Ah, Junge, 1 zu 1. Du ernst, perfekt. Darf ich nicht machen, ich aber findest du das erotisch, so ein Foto? Manchmal, manche Frauen finden das gut. Weißt du, was das Beste ist? Guck mal, ne? Er steht vorm Spiegel. Guck mal, selbst er selber guckt enttäuscht. Ja, sogar er. Ehrlich, was für eine Nullnummer das war. Wir haben dann die Polizei gerufen, die sich dem Fall annahm. Wir waren einfach nur froh, dass alles ein gutes Ende genommen hatte. Wir waren auch ziemlich durch, denn sind wir mal ehrlich, was für ein Tag. Mit Höhen, mit Tiefen, echten Tiefen und dann auch so einem Happy End. Und auch wenn wir jetzt schlauer sind, in dem Moment, als Dietmar abgesagt hatte und 2 Monate intensiver Arbeit drohte, den Bach runterzugehen, kamen schon Zweifel in uns auf. Am Ende bleibt immer die Frage, was das Ganze wirklich gebracht hat. Ab hier liegt es nicht mehr in unserer Hand und die Justiz übernimmt. Viele behaupten, dass die Täter sowieso nie belangt werden und dass unsere Erfolge nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Vielleicht ist dem so. Vielleicht können wir die Welt nicht ändern. Aber wir können es versuchen. Wahnsinn! Wahnsinn, Chat! W's in den Chat! W's in den Chat für Nick! W's in den Chat für Nick, Freunde! Löwe! Nächste Folge, Daniel wird gecatcht. Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr so ist, lasst mir gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo oder lasst ein Follow auf Instagram da, Freunde. W-Videos, ihr wisst Bescheid, Freunde. Grüß eure Herzen, Slums up, Slums out, haut rein und ciao.